Jetzt ist der Livestream bei der Linkspartei bei Parteichef Schirdewan freigeschaltet und wir hören natürlich rein, wie er reagiert. Man könnte fast den Eindruck gewinnen, heute sei Montag. Also erstmal herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Pressekonferenz. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Sie haben ja sicherlich mitbekommen, dass heute mehrere Bundestagsabgeordnete um Sarah Wagenknecht ihren Austritt aus der Linken erklärt haben und die Gründung einer Partei Bündnis Sarah Wagenknecht angekündigt wurde. Ihr Vorgehen, das Vorgehen dieser Abgeordneten ist, man kann es leider nicht anders ausdrücken, an dieser Stelle völlig unverantwortlich. Aber wir haben diesen Schritt auch erwartet als Partei Die Linke, weil wir die handelnden Akteure ja kennen und auch die Aussagen aus der jüngeren Vergangenheit nicht an uns vorbeigegangen sind. Ich will zunächst klarstellen, dass wir diese Abgeordneten auffordern, ihre durch Die Linke errungene Mandate niederzulegen. Es handelt sich um, mit den Worten unserer drei direkt gewählten Bundestagsabgeordneten zu sprechen, also Gregor Gysi, Gesine Lötsch und Sören Pellmann, um einen höchst unmoralischen Diebstahl, sollten diese Mandate nicht zurückgegeben werden. Auch die drei direkt gewählten fordern die aus der Linken ausgetretenen Abgeordneten auf, ihre Mandate niederzulegen. Das würde im Übrigen auch die Existenz der Fraktion sichern. Und deswegen verlangen wir das und erwarten wir, dass die heute ausgetretenen Abgeordneten ihre Mandate zurücklegen, damit der Bestand der Bundestagsfraktion Die Linke und die damit verbundenen Arbeitsplätze der Beschäftigten gesichert sind. Zu der Ankündigung der betreffenden Abgeordneten, von nun an keine Mandatsträgerbeiträge mehr zu leisten, möchte ich zudem betonen, dass die Pflicht zur Zahlung dieser Mandatsträgerbeiträge unabhängig von der Parteimitgliedschaft bestehen bleibt. Unserer Ansicht nach, wir werden das gegebenenfalls auch juristisch einklagen, so wie wir es ja auch im Fall von Thomas Lutze schon angekündigt haben und tun werden. Zugleich bedeutet aber das Ende, meine Damen und Herren, und darauf möchte ich explizit verweisen, das Ende dieser jahrelangen Hängepartie, eine große Chance für Die Linke. Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir die linke Partei sein können und die linke Partei sein werden, die jetzt in dieser Gesellschaft in diesen Zeiten gebraucht wird, nämlich die Partei der sozialen Gerechtigkeit und die Partei der Solidarität. Wir sind die Partei, die dafür eintritt, den Reichtum gerecht zu verteilen und für Zukunftsinvestitionen in Wirtschaft, Infrastruktur und starke Kommunen zu sorgen. Wir sind die Partei, die keine Spenden von Lobbyisten und Konzernen annimmt, und das wird auch weiterhin der Fall bleiben. Wir sind die Partei, die die Eigentumsfrage stellt und sich mit den Reichen und Konzernen anlegt. Wir sind die moderne Gerechtigkeitspartei, die klare Kante für Menschenrechte, für das Asylrecht und gegen Rechts zeigt und den Klimaumbau sozial gestalten will. Wir sind die Friedenspartei, die zivile Alternativen zur Aufrüstung und Militarisierung stark macht und die klar sagt, Solidarität statt Rechtsruck. Wir werden weiter in den Kommunen, und Sie wissen, viele unserer Mitglieder, Tausende sind in den Kommunalparlamenten aktiv, in den Landtagen und auch außerhalb der Parlamente für unsere Wählerinnen und Wähler, für die Menschen in diesem Land weiterarbeiten. In Thüringen, in Mecklenburg-Vorpommern und in Bremen bleiben die Landesregierungen mit Beteiligung der Linken, in Thüringen ja auch unter Führung der Linken, stabil und werden ihre erfolgreiche Arbeit dort fortsetzen. Kein Bundestagsmitglied der Linken in Ostdeutschland, kein Europaabgeordneter, kein Landrat, kein Oberbürgermeister, kein hauptamtlicher Bürgermeister wird zum Wagenknecht-Projekt wechseln. Und das sind wir den vielen Menschen ohne mächtige Lobby in diesem Land auch schuldig. Die Kürzungs- und Aufrüstungspolitik der Ampelregierung und deren rechte Symbolpolitik verdient eine starke linke Opposition. Die Tarifrunde für die 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Bundesländer steht bevor, um es mal ganz praktisch zu machen. Die Gewerkschaften fordern für diese Beschäftigten 10,5% mehr Geld, mindestens aber 500 Euro monatlich. Und Die Linke hat sich stets dafür eingesetzt, dass die Inflation nicht auf Kosten von Beschäftigten und ihren Familien geht, dass die Lebenshaltungskostenkrise, die Mieten verteuert, die Energie verteuert, die Lebensmittel verteuert, nicht auf Kosten dieser Menschen geht, sondern dass die Löhne entsprechend angehoben werden. Und die Solidarität mit den Beschäftigten ist für uns
dabei immer grundlegend gewesen. Und an dieser Stelle möchte ich auch einen herzlichen Glückwunsch an Christiane Benner, die heute zur IG Metall-Vorsitzenden gewählt worden ist, richten. Gemeinsam mit euch, liebe Kolleginnen und Kollegen von der IG Metall, kämpfen wir für bessere Arbeitsbedingungen, etwa für die Einführung einer Vier-Tage-Woche. Und für die Arbeitswelt und die Gesellschaft von morgen und um Industrie, Energie und Verkehr klimagerecht umbauen zu können, treten wir für höhere Steuern auf Millionenvermögen, für höhere Steuern auf riesige Einkommen und Unternehmensgewinne ein, kurz für Steuergerechtigkeit. Und wir laden alle Menschen in diesem Land, die für eine starke linke Partei in diesem Land wollen, ein, nun diese Linke auch zu stärken. Dafür starten wir eine Mitgliederoffensive, erneuern uns und öffnen uns auch wieder der Gesellschaft. Alle Menschen, die eine soziale Alternative zum Rechtsruck und zu diesem verheerenden Kürzungskurs der Ampelpolitik wollen, sind bei uns herzlich willkommen. Auch heute ist ein guter Tag, um in die Linke einzutreten. Vielen Dank. Ja, damit ist jetzt Gelegenheit für Fragen. Bitte sagen Sie direkt den Namen und das Medium dazu. Die Dame hinter Herrn Bochow. Wie möchten Sie gegen die Konkurrenz jetzt von dem Bündnis Sarah Wagenknecht bei den Landtagswahlen in Ostdeutschland vorgehen? Ja, zunächst mal muss man sagen, dass die Ankündigung, heute auch bei den Landtagswahlen in Ostdeutschland antreten zu wollen, natürlich ein Angriff auf die linken Regierung, vor allem aber auch auf den linken Ministerpräsidenten Bodo Ramelow ist, also eine von uns geführte Landesregierung, in Frage gestellt wird. Das ist natürlich völlig unverantwortlich. Ich habe das schon gesagt. Ich kann das nur noch mal bekräftigen an dieser Stelle. Ich mache mir aber ehrlich gesagt keine großen Sorgen, dass wir in dieser Wahlauseinandersetzung mit dem, was da auch immer entstehen mag, in der Zukunft so schlecht aussehen werden. Gerade in Thüringen wird sich eine Konfrontation abzeichnen zwischen der AfD um den Faschisten Björn Höcke und der, wie soll ich sagen, Linken um Bodo Ramelow, die natürlich weit auch über das linke Lager in Thüringen Anerkennung genießt. Und wir werden einen Zweikampf erleben zwischen Bodo Ramelow und Björn Höcke, den am Ende Bodo Ramelow für sich gewinnen wird. Und welche Rolle wird da Sarah Wagenknecht spielen? Ob sie überhaupt eine spielen wird oder nicht, wird die Zukunft zeigen. Das werden wir sehen. Herr Bochow. Herr Schellwan, Sie wollten ja eigentlich, dass Frau Wagenknecht und ihre Getreuen jetzt nun doch die Partei verlassen. Wie hätten Sie sich denn ein verantwortliches Verlassen der Partei vorgestellt, mal abgesehen von der Mandatsfrage? Und die zweite Frage, was ist denn nun eigentlich die Schlussfolgerung, die Sie im Parteivorstand, die Sie als Vorsitzende aus der Geschichte ziehen? Also bis jetzt haben wir gehört, dass Sie wollen, dass die Fraktionsgelder gezahlt würden, was ja sowieso nur für den Fall gelten würde, dass die Fraktion mehrheitlich beschließt, dass die 10 Abgeordneten in der Fraktion bleiben dürfen, sonst ist es ja irrelevant, es sei denn, es gilt rückwärtsgewandt. Aber was schließen Sie als Partei aus diesen Vorgängen? Also wird sich zum Beispiel der Parteitag anders mit anderen Themen befassen als ursprünglich geplant? Das ist ja eigentlich ein reiner Europaparteitag geplant gewesen. Muss möglicherweise der Parteivorstand zurücktreten? Muss personell neu nachgedacht werden? Oder ist das alles, machen Sie einfach so weiter? Vielen Dank für die Frage oder für die Fragen, Herr Bochow. Also was wäre ein verantwortungsvoller Umgang mit der krisenhaften Situation gewesen, in der sich diese Gesellschaft befindet? Nun sicherlich nicht irgendwelche Abspaltungsprojekte voranzutreiben. Das lässt sich doch relativ einfach an dieser Stelle benennen. Wir hatten viel Geduld. Wir haben versucht, Gräben zuzuschütten und Brücken zu bauen, den Dialog zu suchen. Allein da scheint keine Bereitschaft zu herrschen. Und das ist ja heute auch deutlich geworden, in irgendeiner Form eine Kooperation hinzubekommen. Das hat natürlich auch was mit der inhaltlichen Entfremdung derjenigen zu tun, die sich von dieser Partei abspalten wollen. Das ist ja auch deutlich geworden in den politischen Äußerungen der Vergangenheit, dass man vor allem im gesellschaftspolitischen Bereich einen ganz anderen Kurs eingeschlagen hat, dort den Pfad der Solidarität, der gesellschaftlichen Solidarität des Miteinanders verlassen hat, und offensichtlich ging da nichts mehr zusammen. Verantwortungsvoll wäre jetzt aber tatsächlich, die Mandate zurückzugeben, und ich will das ausdrücklich noch mal betonen, diese Mandate sind nur ausgeübt worden, weil
drei unserer Abgeordneten ihre Direktmandate gewonnen haben. Das hat also nichts sozusagen mit der Leistung derjenigen, die jetzt austreten, zu tun, sondern mit der Arbeit von tausenden Parteimitgliedern und Anhängern, die im Wahlkampf sich wirklich reingeworfen haben und natürlich auch mit den drei Direktmandaten, die wir gewonnen haben. Von daher wäre es nur redlich an dieser Stelle und eben kein unredlicher oder wie haben Sie das formuliert, die lieben Genossinnen und Genossen aus dem Bundestag, kein höchst unmoralischer Diebstahl dieser Mandate. Das dazu und zweitens Schlussfolgerung, wir werden heute Abend zum Beispiel eine Sitzung haben mit dem Parteivorstand und den Landesvorsitzenden mit der Spitze der Bundestagsfraktion und die nächsten Schritte besprechen. Es ist doch klar, dass es sich um eine Zäsur handelt. Und das kann man ja auch nicht anders benennen an dieser Stelle. Es ist natürlich ein Einschnitt für die gesellschaftliche Linke, es ist ein Einschnitt für meine Partei, die Linke. Und natürlich werden wir entsprechende Schlussfolgerungen zu ziehen haben. Und es ist ja auch nicht so, dass jetzt, obwohl jahrelanger Streit dieser Trennung vorausgegangen ist, von heute auf morgen alle Probleme damit gelöst sind, dass jetzt eine Gruppe derjenigen, die diesen Streit aber auch immer wieder in die Öffentlichkeit getragen hat, die Partei verlassen, sondern natürlich haben wir auch Hausaufgaben zu machen. Das ist ja klar. Wir werden diese Hausaufgaben auch machen. Wir haben angesprochen, dass wir, um unsere organisatorischen und auch strukturellen Herausforderungen zu bewältigen, eine Mitgliederoffensive starten. Wir werden natürlich programmatische Diskussionen zu führen haben. Wir werden strategische Weiterentwicklungsprozesse in Gang leiten. Wir werden in Gang setzen. Wir werden über die kommunikative Ausstellung der Partei nachdenken und so weiter und so fort. Wir werden darüber nachdenken, wie wir mit der Mitgliedschaft stärker, besser, unmittelbarer kommunizieren können. Das sind alles Aufgaben, die Sie stellen, vor denen wir sozusagen stehen als Partei und die wir auch mit aller Entschlossenheit angehen werden. Ich kann nur noch mal sagen, das Ziel jetzt, mein Ziel ist und auch das Ziel der Landesvorsitzenden, das Ziel des Parteivorstandes, das Ziel derjenigen, die sich zu dieser Partei bekannt haben, für eine starke Linke zu kämpfen, diese Partei ihrer Rolle in dieser Gesellschaft auch wieder zuzuführen. Das ist nämlich in der Vergangenheit so selten passiert. Tatsächlich, dass wir unsere Rolle ausüben konnten, aber wir werden alles dafür tun, dass das wieder jetzt passieren kann. Und wie gesagt, vor irgendwelcher Konkurrenz haben wir keine Angst, sondern gehen da mit allem Selbstbewusstsein, zu dem wir auch in der Lage sind, in die kommenden politischen Auseinandersetzungen.